So Leute, ich bin beim Reptilienhus der Aarde in den Niederlanden. Direkt an der Straße, hier in einem Wohngebiet. Willkommen, Wande Reptilien. Hier nochmal die URL unbedingt aufrufen. Und hier auch nochmal kleines Koko drauf. Ja, bin ich mal gespannt, was mich da jetzt erwartet. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht länger, sondern starten einfach mal los. So, ich bin jetzt drin. Ich hoffe, vom Geräuschpegel her geht das so. Ich sitze hier gerade in diesem Rondell, ganz chillig, ein paar Wasserschildkröten, die kennen wir. Für mich immer noch was Besonderes, weil halt Schildkröten, aber ich kann euch sagen, vom Gesamteindruck oder Ersteindruck her und Gesamteindruck, nicht groß, aber sehr, sehr gut gemacht. Wir gucken gleich mal weiter. Hier die Klassiker, die schon in jedem Kiessee bei uns sitzen. Leider. Hier haben wir das Terrarium einer Boa Constrictor Imperator. Steht noch dran, Boa Imperator. Auch schöne Tiere. Man sieht es vielleicht ein bisschen auf der Kamera, ist wahrscheinlich irgendwas mit UV-Licht noch drin enthalten. Sieht man es mit dem bloßen Auge nicht, aber da ist die Kamera immer etwas besser. Schön dahergerichtet. Kein Unterschlupf jetzt, fällt mir als erstes auf. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man die Tiere so präsentieren möchte, dass man sie auch sieht, aber sie haben zumindest Rückzugsmöglichkeiten. Alle Terrarien sind wirklich gut ausgestattet, was das Deklarieren angeht. Gewicht, Länge, Herkunft, wissenschaftlicher Name. Und dieses Terrarium, schaut euch das mal an, das ist von den grünen Leguan. Das hat ungelogen 5x5 Meter. Ich habe gerade nochmal nachgefragt, es sind tatsächlich 5x5 Meter, ganz gut geschätzt. Wirklich schön ausgekleidet, hier Schildkröten da unten unterwegs. Das dürfte eine Köhlerschildkröte sein. Das ist wirklich sensationell. Also wirklich schön eingerichtet. Ich bin ja immer so der Pragmat und ich weiß auch in den Zoos, da ist das immer so eine Sache, aber wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Auch mit der Technik, wie die verbaut ist. Ja, spiegelt etwas, aber super. Hier ist das Terrarium von Osteolaimus tetraspis, ja, Panzerechse. Auch hier gleiche Größe, 5x5 Meter, allerdings mit einem Wasserteil, wie ihr sehen könnt. Hier vorne sitzt auch schon das Tier. Sehr, 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 sehr hübsch. Hier mal eine Aufnahme von der Technik. Wirklich absolut sauber dahergebaut. Dann geht das hier immer hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und da oben sind dann so richtige Kabelschächte, Leisten. Also verschwindet komplett die Technik oder fließt in eins über mit der Einrichtung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin jetzt hier auf der obersten Etage. Könnt ihr mal so einen Gesamteindruck haben. Wie gesagt, es ist nicht groß, aber sehr, sehr sauber und sehr, sehr gepflegt. Terrarien in der Größe als Vollglas-Terrarien sieht man auch nicht so oft. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist einer der beiden Besitzer hier Glaser, Glasermeister. Hier mal ein bisschen auch wieder die Technik, die Scheiben, alle geschliffen, schön mit Kante. Das beeindruckt mich wirklich sehr. Hier Paleosuchus palveprobus, Braun-Glattstirnkaiman, eines der wohl beliebtesten kleineren Panzerechsen in der Terraristik. Von der Größe her würde ich hier sagen ungefähr 3x3,5 Meter gehöriger Wasseranteil. Wirklich super. Also sehr schönes Tier. Jetzt hat man mir gerade Bescheid gesagt, dass ich hier mal zur Fütterung kommen soll. Jetzt wird ein Varan gefüttert. They're pretty venomous for the monitors. Most of the other monitors are not as venomous as this. It's still not dangerous for us, but it will still pretty much hurt you a lot. And the reason for that is they live in the trees, and they need to have a strong venom so the prey cannot escape
very far, you know, it needs to make sure the venom does make quick work of the prey so it cannot escape. Because otherwise it maybe fall down from the trees. So that's why it's or it has a pretty strong venom. All monitor lizards have venom. Na ja, weiß schon Bescheid. You maybe know why they stick their tongue out? To smell, yeah. Yeah, they can smell very good with their tongue. Just like snakes, actually. They see very good. Yeah, they have very good vision. Waarom laat je hem niet los lopen, die kakkerlak? Omdat ik anders overal kleine kakkerlakken heb niet gebleven. Ja, je weet ook niet of die hem kunnen vangen natuurlijk. Ja. So I'm not gonna release the cockroach because otherwise I might have eggs everywhere. So with grasshoppers is not really a problem, but I need to feed them from hand with this one. Dan komt er al een eitje uit, hè, mijn kakkerlak. Dan moet ik eerst wat eten. So it retreats through a higher branch, so it's more safe, you know. And they don't really have handy hands like us, so they use their head and they move it sideways to the branch, you know, to put it better in the mouth of the monitor lizard. Hij slikt hem ook levend door, of niet? Ja. Ik denk dat hij ze wel doodbijt hoor, want ze hebben best wel scherpe tanden. Varanus makrei, den haben wir ja gerade gefüttert. Auch sehr schön, dass er noch mal rumgegangen wird und Bescheid gesagt wird. Also es ist echt ein Varan. Super, super schön. Es gibt bestimmt jetzt den einen oder anderen kritischen Punkt hier bei diesem Terrarium, was man vielleicht noch hätte besser machen können. Aber ich finde das einfach so in Ordnung. Und ich weiß auch gar nicht in den Niederlanden jetzt, wie da quasi die Bestimmungen sind. Größer geht immer, aber das hier sieht schon für meinen Geschmack sehr, sehr ordentlich aus. Hier sitzt Chlamydosaurus kingi drin, auch ein Terrarium, 5x2 Meter, voll Glas nahezu. Wahnsinn, echt super, alles sauber, schön eingerichtet, beeindruckt mich sehr. Da ist auch schon die erste. Guckt misstrauisch herab. Soll sie aber. Hier unten sitzt der Mertens-Varan. Varanus mertensi. Auch sehr schönes Terrarium. Einfach mit Rückzugsmöglichkeiten. Auch hier nochmal die Location so. Das hier sind, glaube ich, die australischen Stabschrecken. Auch alles bis an die Decke hoch gebaut. Ist ja alles so ein bisschen auch in die Schräge hier reingebaut. Kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Und es ist relativ gut besucht, wie ihr wahrscheinlich auch hören könnt. Ja, das ist ja hier so eher meine Welt. Malayopython reticulatus. Einmal so ein Medium-Tier, würde ich sagen. Von der Größe her 4 Meter vielleicht, relativ schlank für einen Netzpython. Ich versuche die Spiegelung jetzt mal wegzubekommen, da sitzt nämlich noch ein Netzpython, auch Malayopython reticulatus, aber in der Farbe Tiger. Und das ist so meine absolute Traumfarbe, als Tiger Retic genannt. So ein schönes Tier. Und man sieht es auch am Kopf, schon vorangeschrittenen Alters. Da haben die so ein bisschen stumpfe Köpfe. Der Schädel wird breiter. Das ist bei diesem Tier hier, bei dem anderen, das scheint noch deutlich jünger zu sein. Auch wenn jetzt hier nur durch die Scheibe gefilmt, aber hier sieht man das ganz, ganz gut von der Farbe her. Richtig schöne
Tiger Red Deck. Das ist meine absolute Lieblingsfarbe bei den Net Spitons. Und dann gibt es immer diese Butterflies auf dem Rücken, wie man sie jetzt hier mittig im Bild sieht, neben der Wurzel. Und dann verläuft sich das manchmal so und dann geht es irgendwann rüber, wenn es nur noch durchgezogene Linien sind, dann haben wir den Super Tiger da sitzen. Und hier nochmal der Kopf, richtig schön plump. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Hier sieht man das mit dem Kopf, der ist noch deutlich länger auf jeden Fall. Deutet auch darauf hin, dass es noch ein jüngeres Tier ist. Ja, Spiegelung nervt jetzt ein bisschen, aber mein Gott, ne? Also man kann sicherlich erkennen. Wirklich, wirklich schön. Hier das Terrarium von einem Steppenmaran, Varanus exanthematicus, auch einer der lange Zeit beliebtesten Varane in der Terraristik. Hier vorne sitzt er auch schon. Das sind so richtig nette, plumpe Kerlchen auf jeden Fall. Ich hatte ja früher auch mal welche und es war so typische Importware. Ne? Also für die Zoohändler war das relativ attraktiv, die zu verkaufen, weil so ein Ding im Einkauf, glaube ich, $2-3 gekostet hat. Als Farmzucht aus Afrika und dann sind die damals für, ich glaube, 40, 50 D-Mark denn verkauft worden. Da kann man heute nur noch mit dem Kopf drüber schütteln, ne? Aber es ist nun mal so, wie es ist. Alles hat Gott sei Dank seine Zeit. Auch sehr schön eingerichtet. Rückzugsmöglichkeiten auch hier, jetzt ohne großartige künstliche Höhle, sondern auch hier, wie mittig im Bild zu sehen, da als Unterschlupf und das geht nach hinten richtig schön weg noch. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, auch absoluter Kracher. Fossifa pardalis. Hatten wir schon im Zoo in Bochum witzige Gesellen. Ja, also von der Farbenpracht her einfach nur spektakulär, ne? Hier sieht man auch nochmal im Weitwinkel ein relativ großes Terrarium. Das ist alles sehr synchron aufgebaut. Also da hinten das Terrarium der Clamidosaurus kingi, genau. Das hat auch 5x2 Meter, genauso wie dieses Terrarium jetzt hier. Ich weiß nicht, was hier drin sitzt. Könnt ihr mal schauen, ob wir was sehen. Ach, da oben, Stirnlappenbasilisk scheint das zu sein. Ja, ich bin ja nicht so der Echsenexperte, aber ich bin mir sehr, sehr sicher. Hier unten sitzt auch noch ein Tier. Ein argentinischer Teju, ein Mann liegt hier. Haben wir ja in der Tiny Venoms Gruppe auf Facebook auch regelmäßig zu sehen. Freue ich mich jedes Mal drüber, diese Tiere dort bestaunen zu dürfen. Und da kommt es auch wieder durch, dass diese Mixgruppen mir einfach deutlich besser gefallen, wo man auch mal andere Tiergruppen sieht, die man nicht selber hält, aber wo man großer Fan von ist und immer dankbar ist, wenn man sowas sehen darf. Ja, jetzt hier nur aus dem Zoo, aber wenn ich sehe, dass jemand in privater Hand das wirklich so als Zimmer auch noch so hergerichtet hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Namen sagen darf, aber du fühlst dich sicherlich angesprochen, wenn du das siehst. Finde ich einfach nur super. Also Hut ab. Ein bisschen Aufklärung zu Artenschutz und alles, was dahinter hängt und Aufklärung darf natürlich auch nicht fehlen. Ihr seht schon hier mit den klassischen Artikeln wird das hier quasi Gürtel, Tasche, Musikinstrumente, das einfache Leder, Lederjacke, die besagten Cowboy-Schuhe, wird alles unten noch weiter aufgeklärt zum Thema Artenschutz. Finde ich auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Hier auch nochmal so ein abgezogenes Leder. Ich weiß gar nicht, was das für ein Krokodil ist oder ein Alligator. Mein Sohn würde mich jetzt schon wieder rüffeln, dass ich das nicht gleich erkenne. Aber auch gehört zu dieser Erklärung von Artenschutz. Hier nochmal zum Abschluss ein paar Sulcatas, schön gewachsen. So Leute, ich bin wieder im Auto und was soll ich euch sagen? Ich weiß nicht, ob das von den Aufnahmen her so passt. Es war, die Geräuschkulisse war wirklich sehr, sehr mächtig da drin. Viele kleine interessierte Kinder, verschiedene Sprachen, ein Querbeet, ein Durcheinander. Ich wurde jetzt zum Schluss, wie gesagt, nochmal angesprochen, ob ich mal eine Schlange halten will. Ich habe ja gesagt, ich dachte so, mal gucken, was jetzt kommt. Es kam natürlich ein Königspython-Weibchen, normal gefärbt als Classic, super schönes Tier, brühwarm in den Händen. Ja, also wirklich
Wahnsinn. Also ich war einfach so von so vielen Dingen dort beeindruckt, ob das von der Technik her war und so. Dieser Laden ist für mich eine 10 von 10. Also wer hier in Breda ist, die Kontaktdaten bzw. die Adresse, URL und so findet ihr nochmal hier unten in der Infobox. Klickt da mal rein. Der Laden ist nicht groß, hat jetzt auch 12 Euro Eintritt gekostet. Ich war vielleicht ja eine gute Stunde da drin, habe mich wirklich sehr, sehr intensiv aufgehalten. Musste aber immer irgendwie abwarten, falls wieder eine Menschenhorde kam, dass ich hier mal die Aufnahme starten konnte. Das also ohne Menschenhorde natürlich am besten. Und das war wirklich sehr, sehr gut gemacht alles. Also wirklich mit Leib und Seele. Ne? Man wird da herzlichst in Empfang genommen. Ich wurde am Anfang gefragt, hey, hast du auch irgendwelche Reptilien zu Hause oder so? Ja, ne, ein bisschen was aufgezählt und generell so erzählt. Und dann waren da überall Menschen, die dort auch angestellt waren oder auch dazugehörten, einfach zu diesem Team, sage ich jetzt mal, und haben einen dann angesprochen und ob man mal was sehen möchte, nochmal eine Erklärung haben möchte. Auf dem absoluten Top-Niveau. Ihr habt es gehört bei der Fütterung des blauen Baumwarans, dass das denn auch sehr leicht bekömmlich erklärt wurde. Ne? Wozu ist die Zunge da? Warum züngeln die? Warum ist der Waran blau und nicht grün in dem Moment und so weiter und so fort? Wurden zig Sachen erklärt. Wirklich von kindgerecht bis für Erwachsene sehr variabel gezeigt. Ich bin einfach positiv beeindruckt und mich freut es insbesondere, solche Läden zu sehen. Ihr wisst, beim letzten Mal das Video Zoo de Olimeulen ist auch, das war in Tilburg, glaube ich, hier oben der Link dazu. Das fand ich teilweise sehr schwierig. Die Bilder sprechen da auch für sich, ja. Ich muss sagen, ich bewerte ja sowieso nie schlecht, wenn es aber wirklich Lob gibt. Ne? Also Ehre dem, wem Ehre gebührt. Und hier sage ich euch, ist das eine 10 von 10. Da ohne Wenn und Aber. Ne? Also das komplette Gesamtpaket, Aufbau und so. Ne? Klar, die Schildkröten, ja, gibt es auch eine Außenanlage, die ist jetzt bei dem Wetter, es regnet junge Hunde, muss ich euch sagen. Ne? Also es ist wirklich mieses Wetter hier gerade. Und da die Außenanlage mit den Schildkröten, die waren jetzt alle drin, konnten bei dem warmen Sommerregen aber natürlich auch rausgehen. Schildkröten haben da irgendwie keinen Bock drauf gehabt, waren dann drin in dem Moment. Also die Tür stand da auch offen nach hinten raus. Ja, wirklich richtig geil. Also wenn ihr im Süden der Niederlande seid, bei Tilburg, Breda und so weiter, lohnt sich die Fahrt hierher. Auch wenn man hier nur, wenn man großzügig unterwegs ist und sich sehr, sehr viel Zeit nimmt, vielleicht 1,5 Stunden drin ist oder so, es lohnt sich. Ne? Also Doppeldaumen hoch und Grüße an dieses Reptilienhaus und an dieses Team. Gehabt euch wohl, bleibt gesund, werdet gesund. Bis zum nächsten Mal. Wir hören, lesen, schreiben, sehen uns. Ahoi.